Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier sehen wir unseren wunderschönen Jaguar-Motor in voller Pracht, toll glänzend, nagelneu und bereit zum Einbau. Moment. Nee, ich muss hier weg, ne? Ich muss hier hin. Genau. Da kann ich den Motor in die Tasche stecken. Und dann brauche ich... jetzt brauche ich hier Motorkränchen wieder. Komm mal hier. Kommen Sie mal bitte. Danke. Und dann müssen wir hier mal so einen Motor einbauen. In diesen hier. So. Und dann kannst du wieder weg. So, und dann haben wir hier irgendwo... den Motor. Da ist er. Und der hängt ja in seiner Aufhängung. Und ja, wollen wir hoffen, dass wir jetzt, wenn wir dann den restlichen Teil hier anbauen wollen, sehr viel Spaß haben werden. Und hoffe ich ja auf eine schöne Probefahrt mit dem Wagen hier. So, da komme ich jetzt nicht dran. Da komme ich dran. Da komme ich dran. So, was darf ich noch einbauen von hier oben? Oh, die Starterbatterie. Ich glaube, die steht noch auf dem Ladegerät, ne? Da steht sie. Oder zumindest steht da einer, ob das die von dem ist, das weiß ich nicht mal. Kann nämlich durchaus auch sein, dass die von jemand, von einem vorigen Fahrzeug noch da ist. So, gut, dann können wir mal nach vorne hopsen. Oder auch nicht. Mal hin, den fest. Wollen wir hingehen. So, dann haben wir hier nämlich noch den Tank. Achso, das ging ja alles nicht mehr, genau. Okay, dann Abfahrt nach oben. Ein riesen Armaturenbretter drin, ne? Der Sport, das sieht ja aus. Meine Herren, da. Naja, schön, 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 schön. So, dann wollen wir ein bisschen was zusammenbauen. Ich glaube, die Großdämpfer und ähnliches, das habe ich noch nicht gemacht, ne? Da muss ich nochmal dran. Und Räder können wir uns ja komplett neu aussuchen. Da wollen hier von Haus aus schon keine mehr vorhanden. Ah ja, da fehlt mir ein Teil. Okay. Ja, wirklich? Okay. Der Rattennamendeckel. Naja, gut, okay, von mir aus. Gucken wir nachher mal. Oder T war es, ne? So, genau. So, Rattennamendeckel. Da brauchen wir mindestens zwei Stück von. Und wenn wir nämlich auf der Seite schon keinen haben, wenn wir die anderen auch keinen haben. Ich denke immer, das werden nicht die gleichen sein. So, bloß keine Ersatzteile, okay. Das haben wir aber. Sehr schön, da noch. Das Ding habe ich glaube ich nicht, ne? Ne, das habe ich nämlich nicht. Sehr gut. Na gut, dann müssen wir da nochmal dran. Das ist gar keine Feder dargestellt. Spannend. Das müssen wir dann ja auch mal sehen. Stoßstange haben wir aber. Das Köpfchen haben wir nicht. So, also. Stoßstangenköpfchen brauchen wir auch zwei. Dann brauchen wir... Das brauche ich nicht. Aber das brauche ich. Und das brauche ich. Und dann brauchen wir noch Stoßdämpfer. Querlenker, Vorderachse. Die sehen so aus. Und Hinterachse. So. Die müssen wir immer zusammenschrauben lassen hier. Oh, ich stehe am Schweißgerät. Gehen Sie mal beiseite, dass ich jetzt hier noch drüber falle. Alles Gefahrenquellen, man kennt es. Man rennt dann drüber und zack, hat man sich das Bein gebrochen und schon ist das Bein dick. Nee, dann, nee, Bein dick kann man dann auch nicht sagen. Ist ja dann gebrochen, ne? Obwohl, es wird doch dick beim wenn Knochen gebrochen, das ist glaube ich auch dick. Ich kann es nicht, also ich hatte noch nie und klopf auf Holz. Ich hatte noch nie einen gebrochenen Knochen. Also ich habe schon ziemlich viel Blödsinn durch. Ich bin vom Baum gefallen. Ich bin ungünstig ausgestiegen aus Auto und ähnliches zum Blödsinn. Aber nie einen gebrochenen Knochen gehabt. Das hat sich bis jetzt sehr gut immer... Naja, habe ich das ganz gut hinbekommen. Dass da der Körper nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Querlenker oben brauche ich, Vorderachse, Hinterachse,
Querlenker Typ A, das müsste... ist das Typ A oder ist das Typ B? Das ist Typ C, das sieht ja auch komisch aus. Was fehlt dir denn für den Querlenker? Außenspiegel oder Querlenker Typ A fehlt viermal an dem Kahn. Okay, dann brauchen wir davon vier Stück, würde ich sagen. Mal die bräuchte ich für den Achse ja wahrscheinlich auch. Dann werden wir vier Stück fehlen. Ah, da werden auch ein paar Gummibuchen noch fehlen. Na gut. So, dann Matau. Dran damit. So, einen Tank habe ich. Okay. Habe ich auch einen. Kraftstoffpümpchen? Habe ich auch. Sehr gut. So, dann haben wir hier noch den Kameraden. So, dann gehen wir hier rüber. Den Kameraden da rein. Wo schon, können wir auch schon mal reinstecken. So, den Kameraden. Und den Kameraden. Das sieht schon verdächtig danach aus, dass wir noch ein paar Gummimuffen kaufen müssen. Oder Gummilagerbuchsen, so heißen die ja. So, dann. Zack. Weibchen dran. So. Gibt es eigentlich eine Standardfarbe von Jaguar? Das ist mir auch immer so eine Frage. Haben die auch dieses British Racing Green? Also so ein Grün als Standardfarbe? Oder ist da irgendwas... Ah, da geht's schon los. Gummilagerbox, Großbäume kaufen. Oder hat Jaguar keine so eine Standardfarbe? Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Also da kenne ich mich auch nicht ein Stück mit aus. Ich könnte ja mal Tante Google hätte ich mal fragen können, ne? Vor der Folge. Aber wir gucken einfach mal. Das hat Koppelstange. Welche fehlt hier da? Typ B fehlt hier, okay. Koppelstange Typ B zweimal gekauft. Blank, nagelneu, sofort geliefert. So muss das sein. So liebe ich meine Zulieferer. Und zwar damals, das hat mich, sagen wir mal, schon auch zu den Zeiten, wo ich noch bei VW gearbeitet habe, also als Mechaniker, da habe ich, das ist 97 habe ich meine Ausbildung angefangen. Also da war das schon diese Overnight-Lieferung. Also du hast die Lieferung gemacht und am nächsten Tag stand so eine Gitterbox mit den Teilen bei dir in der Werkstatt. Ne? Also wie das nun funktioniert hat, war ich damals schon immer sehr, sehr, sehr begeistert. Ich muss einen Bremssattel kaufen. Ich denke mal, dann brauche ich dann auch noch drei von. Und bei den Kolben nehme ich auch mal drei mit gleich. Kann aber sein, dass ich zu viel jetzt habe. Ja, hier müssen wir noch einige Teile dazu kaufen. So ein Rad haben wir nicht. Gut. Dann können wir ran an die Hinterachse. Dann können wir uns jetzt hier noch ein bisschen verlustieren. Ja, also es war damals schon immer schön. Also da, du hast dann wirklich, also das war, ich fand das damals auch so cool, am Computer diese Explosionszeichnung aufrufen und dann gucken, wo dieses Teil hingehört. Und ach, das war schon echt cool. Also ich muss ehrlich sagen, die Zeit habe ich sehr genossen. Auch dass ich da dann, ja, doch recht gut klar kam mit der ganzen Sache. Also da war ja dann auch so, ich habe ja mehr oder minder dann die Computeranlage dann da betreut, weil ich da der Einzige war, der Ahnung hatte von so einem Scheiß. Hab da bei den Leuten auch durchaus dafür gesorgt, dass bestimmte Programme auf den Rechnern liefen und so, weil sie da irgendwelche Anforderungen hatten. Naja, war schon lustig. War auch eine wilde Zeit, so in den 70er, schon Ende der 90er, das muss ich von oben machen, ne? Das ist auch so witzig. Ach ja, guck hier, die Antriebswellen, die gibt's nicht, okay. Na gut, dann bauen wir erstmal eine andere Achse ein bisschen weiter noch. So, also Ende der 90er, da war das schon alles sehr cool, also die ganzen Arbeiten, die man da erledigen durfte und konnte und... Da reicht jetzt so ein bisschen Halbwissen aus, dass die denken, du machst da magische Dinge an den Dingen. Also das ist wirklich. Das ist wirklich so das ganz Wilde gewesen, halt, dass dann wirklich die Leute dachten, du bist ein Hexer. Riechst du ein Hexer? Verbrennt ihn?
Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja. So, dann haben wir das jetzt auch einmal durchgeklärt. Ich bin ein Hexer. Ein fürchterlicher Welchiger. Ein Übeliger. Aber... Und was die Leute auch alles zu einem kamen, ne? Also ich hatte dann durchaus einen, der hat sich einen Computer gekauft, mit damals noch diesen Labberdisketten, diese 512er. Also 5,25 Zoll. 5,25. Nicht 5,12. Eieieiei, sag ich hier. Also das war, der hat die geknickt in der Hosentasche dann halt getragen, ne? Dachte sich so, ja, ich hab hier eine Diskette mit. Zack, hat er so aus der Hosentasche geholt und erstmal aus meiner Nähfalte. Da hab ich gesagt, ja, also, was? Ist ja nett, dass du die mitgebracht hast und dass du die auch in ein handlicheres Format gebracht hast. Aber die Schrott. Was? Ich könnte doch darüber amüsieren. Leute, ne? Antriebswelle Hinterachse Typ B. No klar. Antriebswelle Hinterachse Typ B. Vorderachse. Hinterachse Typ B. Einfach straight durch die Antriebsachse. Sehr schön. So. Oha. Da müssen wir ordentlich Walzen hinten drauf. Die sehen ja mal. Voller die Waldfee. Ja, sehr gut. So. Interessante Konstruktion hier auch so mit diesem Rahmen und so, wo das Getriebe drin gehalten wird. Gut aus. Jetzt müssen wir die ganze Karre einmal runterfahren, damit ich einen Ansetzer einbauen kann, denn der von unten am Getriebe dran ist. Und das Getriebe kann ich nur. Naja, nee, das ist halt alles nicht drauf. Ganz bis zu Ende durchgedacht. Gut, dann haben wir den auch dran. Das sieht doch schon mal schön aus. Haben wir ja nicht Karosserieteile, die wir repariert gekriegt haben? Guck mal, da ist sogar was. Toll. Oh, eine Tür auch. Sehr schön. Haben wir kein passendes Ersatzteil für. Aha, die Motorabdeckung haben wir auch repariert gekriegt. Haben wir auch kein Ersatzteil für. Okay, so was ist hier hinten noch. Ja, das passendes Ersatzteil für. Was ist das? Gucken wir mal im Bodyshop. So, hierfür hätte ich gerne auf jeden Fall die Heckklappe. Die haben wir anscheinend nicht. Rücklichter nehmen wir auch zwei mit. Fenster in jeglicher Form. Das haben wir ja. Da müssen wir nachher mal gucken, was da noch so fehlt. Ne? So, zack, hier. Schön sieht's aus. So, ein Lämpchen. Ein zweites Lämpchen. So, Jago, hintere Stoßstange. Ah, okay, sehr gut. So, dann haben wir hier ein Stück Scheibe. Oh, Windschutzscheibe habe ich nicht gekauft. Okay, Moment. Zurück. Okay, Windschutzscheibe habe ich doch gekauft, oder nicht? Klar. Was ist denn da wieder passiert? Das ist ja blöd. So, Scheinwerfer rechts. Ein Teil, okay. Scheinliche Werfer rechts, halt. T. Wo sind die denn? Ach, da sind die. Das sind die Scheinwerfer. Das muss man aber auch. Das muss man aber auch gesagt kriegen. So, noch ein Scheinwerfer da rein. So. Das Teil haben wir auch nicht, okay. Sieht aus wie das da. Ohne Tür auf. Ne, die nicht. Die brauche ich. Ah, guck mal, da ist sogar noch ein bisschen Plastik von unten dabei. Okay, gut. So, wenn die Tür nicht da war, wird der Spiegel auch nicht da gewesen sein, wa? Nee, da teilt mir fast die Nacht. Warum? Jetzt habe ich da wieder eine Taste gedrückt, die ich nicht drücken wollte. Ist ja blöd, dass ich jetzt die Scheibe zweimal gekauft habe. Naja, gut, okay. Verkaufe ich es halt wieder. So. Gut, jetzt fehlt drüben noch der Spiegel. Spiegel rechts. Dann dürfte karosseriemäßig auch schon wieder alles dran sein, was da dran gehört. Und dann müssen wir mal gucken, ob es spezielle Jaguar-Felgen gibt. Ne? Dann werden wir mal in den Rim-Shop gucken. Rims. Upsala.
XJ. Da gibt es für den XJ gibt es zwei unterschiedliche Felgen, die sehen aber irgendwie alle nicht ganz so hübsch aus. Das erste Mal, dass ich selber Felgen kaufe. Das könnte mir gefallen. Im Gold sieht auch scheiße aus. Das könnte mir auch gefallen. Ach da. Ich mag diese vielen Speichen. Das mag ich schon wieder. So viele dünne Speichen, das geht nicht schon wieder. Oder so dünne Speichen hier, denn was da? Oh, da hier. Oder sowas hier. Das könnte man auch machen. Ich glaube, das machen wir auch. Die werden sie gut aussehen an der Kerre. Die Frage ist, in welche Größe kauft man die? Und macht man zwei unterschiedliche Größen? Macht man hinten größere? Ich glaube, hinten machen wir größere. Wollen wir hinten mal gucken, ob wir hinten XJ, ob wir hinten 18 Zoll und vorne 17 Zoll? Oder machen wir 19 Zoll und 18 Zoll? Machen wir 19 Zoll. Und 18 Zoll machen wir. Vorne mal ein bisschen kleiner. So, und dann gehen wir mal in den Reifenshop. Ja, hin. Jetzt brauche ich mal ein paar Puschen. Da. Und dann nehmen wir natürlich die Rennpremium. Rennreifen Premium, Sportreifen Ultra. Rennreifen Standard C, Standard D. Slick Dominator, Slick Standard. Nein, Slick will ich nicht aufschrauben. Ein Rennreifen. Was hat der für Spezifikation? Was kann der besser als die anderen, ne? Oldtimer Sportreifen? Nee. Ah, nehmen wir hier mal so ein Rennreifen. Mein Gott, was soll's. So, wir brauchen 19 Zoll für hinten. Und dann machen wir ruhig mal 2,75. 30 oder na mal 35, zwei Stück. Und für vorne holen wir uns 18 zollig 235 40. Ja. Gucken wir mal, wie das aussieht. Die Felge, die sieht schon, ja doch, die sieht echt gut aus. Die gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen, habe ich mich schockverliebt drin, ne? Also da gesehen und dann war die schon cool. So, das sind die von hinten. Einer von hinten. So, dann bauen wir den mal hier an. Und gucken wir mal, wie der aussieht. Noch ein bisschen mehr sein können, ne, wenn man die wollte. Naja, gut, okay. Hätte doch ein bisschen mehr sein können. Also zumindest hätten so also 3,25 wäre gegangen. Da hätte man auch durchaus 20 auf 20 Zoll gehen können. Also die sind zwar, die füllen das Ding schon gut aus, aber da wäre noch was gegangen, ne? Muss man ehrlich sagen. Also da wäre noch... Na gut, kann man halt vorher nicht wissen. Oder kann ich jetzt zu schlecht abschätzen? Vielleicht kann man das vorher wissen, ja, aber ich kann es halt schlecht abschätzen. So, das wird ja lustig mit der Karre dann darüber. Über die Rennstrecke zu pesen. Da freut mich ja schon drauf. So, dann. Schrieschra schrauben wir hier vorne noch ein paar Reifen an. Gucken, wie die sich machen hier. Oh, die machen sich gut. Ah, doch, die machen sich schon gut. Ah, ah. Bisschen was wäre gegangen noch, ne, von der Breite her, aber sie sind so schon mal gut drin. Also, das. Ja, doch, das passt schon. Gut, ich möchte gerne Reifen anbauen, danke.
So, meine Lieben. Dann haben wir das jetzt erstmal schon mal so weit. Ich würde sagen, die Bereifung sieht gut aus. Wir fotografieren eher von der Seite, da ist weniger schwarz dran. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Kahn hier dann endgültig fertig haben und dann mal richtig auf die Piste gehen. Bis denn. Tschüss.